Hey, ich bin Tobi und ich zeige euch heute, was man an einem Tag in Kyoto machen kann. So, und da bin ich bei der ersten Attraktion in Kyoto angekommen, und zwar am bekannten Kiyomizu-dera. Ja, das ist so mit die bekannteste Sehenswürdigkeit in Kyoto, wahrscheinlich zusammen mit dem Goldenen Pavillon. Also das sind wahrscheinlich die zwei Sachen, die man direkt im Kopf hat oder die ich im Kopf habe. Und ja, das ist die bekannte Haupthalle quasi von dem Tempel mit der großen Terrasse. Ne? Leider ist da ein bisschen Bauarbeiten, deswegen kommt die Terrasse jetzt nicht so gut zum Vorschein. Das ist eben sehr bekanntes Bild, dann mit der Stadt Kyoto im Hintergrund. Kleiner Fakt hier, in der Edo-Zeit, ne, vor ein paar hundert Jahren war es so, dass manche Leute von der Terrasse runtergesprungen sind, und wenn man das gemacht hat, dann sind einem anscheinend alle Wünsche in Erfüllung gegangen, deswegen haben es welche gemacht. Ja, manche haben es überlebt, manche nicht, aber die sind von der Terrasse da runtergesprungen. Ich würde es euch nicht empfehlen, sag ich mal so. So, ich bin jetzt wieder auf dem Weg runter. Wenn man vom Kiyomizu-dera runterläuft, dann hat man so einen richtig schönen Weg. Auch mit vielen Foodstands, also mit Essen, Sachen zum Essen und so weiter. Was mir auffällt an Kyoto ist halt, dass du wirklich viele Leute siehst, die laufen mit einem Yukata oder mit einem Kimono rum. Und das sieht halt mega schön aus, passt mega gut in die Gegend rein. Drei Leute, die jetzt an mir vorbeilaufen, ne? Da seht ihr es, die haben auch ein schönes Yukata an. Also viele mieten sich das, weil es einfach in die Umgebung passt und weil sie damit schöne Fotos machen können in Kyoto. Das finde ich sehr gut. Da fühlt man sich auch ein bisschen in die Zeit auch so zurückversetzt. Also, ich bin jetzt auf dem Weg zum nächsten Spot. Das ist nämlich auch ein ganz besonderer. Wir sehen uns dann an dem Ort. Yeah! So, nach ein paar Minuten Fußweg bin ich auch bei der nächsten Station angekommen. Und zwar bei einer Starbucks-Filiale tatsächlich, auch wenn man sich es gar nicht denken kann. Also sieht echt überhaupt nicht so aus wie normaler Starbucks, aber ist es ja auch nicht. Richtig krass designt, ne? Und das ist tatsächlich eine Starbucks-Filiale hier in Kyoto. Also der Beweis, man sieht es hier, Starbucks Coffee. Die schönste Starbucks-Filiale der Welt vielleicht, also es sieht echt krass aus. Würde man gar nicht denken, ne? Wenn man vorbeigehen würde, hätte ich es wahrscheinlich verpasst, wenn ich nicht wüsste, dass es ein Starbucks ist. Und auch allgemein diese Straße sieht mega, mega schön aus, so schön traditionell, die Häuser. Und ja, Kyoto ist einfach echt eine super schöne Stadt und ich kann es jedem empfehlen, der mal nach Japan kommt, nach Kyoto zu gehen, also absolut. Oh, also ich werde mal reinschauen in den Starbucks und mir eine Kleinigkeit bestellen. So, und da bin ich jetzt oben angekommen, ne? Aber man kann den zweiten Stock und hier kann man sich hinsetzen. Also so eine Starbucks-Filiale, das gibt es glaube ich auf der Welt nicht. Ja, mit richtigen Tatami-Boden, mit den traditionellen Fenstern. Dieses Design ist auch typisch japanisch. Ich habe die Verkäuferin beauftragt, hier was raufzuschreiben. Und zwar, ich zeige es euch mal, kann es leider nicht so gut erkennen, aber hier steht drauf: Todoksha Arigato. Das bedeutet so viel wie: Vielen Dank an die Abonnenten, vielen Dank für den Support. Ich werde jetzt diesen überteuerten Starbucks-Drink genießen. Also, Prost! Ich habe mein Getränk fertig getrunken und ja, ich laufe hier so ein bisschen durch. Das sieht echt krass aus. Hier wieder ein anderes Zimmer mit Tatami. Genau, hier kann man sich auch hinsetzen. Also man würde ja auf jeden Fall nicht denken, dass das hier eine Starbucks-Filiale ist. Und hier sieht man ja auch in den Fenstern, am Fenster, die anderen Gebäude. Also ist auf jeden Fall voll in die Gegend integriert. So ein normaler Starbucks würde hier auch ganz ehrlicherweise nicht hinpassen. Richtig schön hier. Das war's von Starbucks. Wir sehen uns dann beim nächsten Spot. So, und da bin ich beim nächsten Spot hier. Und zwar stehe ich vor der Pagode. Man sieht die Pagode, ne? Vom Hokanji-Tempel. Und das ist so einer der bekanntesten Fotospots meiner Meinung nach Japans, weil ich habe das schon so oft auf irgendwelchen Fotos gesehen. Diese Straße mit dieser Pagode sieht echt toll aus. Kyoto ist echt Schokgesell. Küsschen drauf. Und da kommt ein Rikscha-Fahrer. Konnichiwa.
Gambatte Kudasai. So, ich bin jetzt ein bisschen mit dem Bus gefahren an den nächsten Spot, und zwar in den Nordosten von Kyoto. Und ich bin am Ginkaku-ji. Das ist so übersetzt, heißt es Tempel des silbernen Pavillons. Es gibt ja auch den Kinkaku-ji, das ist der goldene Pavillon. Da war ich schon bei meinem ersten Kyoto-Besuch, deswegen lasse ich den heute aus und schaue mir was an, wo ich noch nicht war. Und der ist auch sehr bekannt hier. Sieht echt schön aus mit dem Holz und so. Ich weiß jetzt nicht genau, warum das Silber, wie das Silber sein soll, aber hat was. Und ich glaube einfach, der Ort ist richtig schön durch den ganzen Garten. Hat 500 Yen in dem Fall gekostet, Eintritt. Also bei den meisten Tempeln müsst ihr halt Eintritt zahlen. Also ich finde halt wirklich diese Kombination aus diesen japanischen Kieferbäumen mit dem Wasser, mit dem Tempel und so. Beziehungsweise mit dem Pavillon, sorry. Nicht Tempel, sondern Pavillon. Das sieht einfach top aus. Man kommt so in eine Ruhe. Ich bin ein bisschen weiter hochgegangen und an einem Punkt angekommen, wo man den Pavillon schön sehen kann. Ein bisschen vom Norden Kyotos auch ein bisschen was sehen kann. Das gefällt mir. Da dies Leben. Ein Ort der Besinnung. Magisch. So, ich bin mittlerweile ein bisschen wieder mit dem Zug gefahren und befinde mich vor dem sehr bekannten Fushimi Inari Schrein. Da seht ihr die Fassade vom Schrein hinter mir. Und der ist vor allem dadurch bekannt, dass es am Hügel hinter ihm viele Wege gibt, die durch rote Türchen führen. Das habt ihr vielleicht schon mal auf Fotos und so gesehen. Ich bin hier tatsächlich zum zweiten Mal. Also beim ersten Kyoto-Besuch war ich hier auch schon mal. Aber der Ort hat mir so gut gefallen, da wollte ich nochmal hin. Wir werden uns die ganzen Wege mal anschauen. Das ist der eigentliche Schrein, aber vor allem sind die ganzen Wege bekannt. Also viel Spaß und let's go! Also, da bin ich jetzt am Weg, ne, mit den ganzen roten Toren. Auf Japanisch werden die übrigens Todi genannt. Und es ist krass so, wie wenig los ist allgemein hier und auch in Kyoto den ganzen Tag über durch das Virus. Und ja, ist kein Problem, bleibt mehr für mich. Genau, also so sieht das Ganze aus. Hinter mir seht ihr ja und auch vor mir. Da sind noch ein paar Leute. Und wir werden den Weg mal ein bisschen weitergehen. Also ich bin schon ein ganzes Stück gelaufen, oder ein kleines Stück, sage ich mal. Das Coole an der Attraktion ist, dass du hier keinen Eintritt zahlen musst. Du kannst hier einfach so hingehen, ohne zu bezahlen. Ihr fragt euch wahrscheinlich, was hat es eigentlich mit den Toren auf sich? Und zwar sind das alle Spenden von Unternehmen oder von Einzelpersonen. Gefällt mir echt gut. Also es ist ein guter Fotospot natürlich auch. Hier kann man gut Fotos schießen. Genau, da kann man auch sehen, ja, die Schrift, da steht drauf, welches Jahr das gebaut wurde. Ja. Das hat es damit auf sich. Also das ist echt ziemlich beeindruckend, beziehungsweise ziemlich cool hier so rumzulaufen, weil man sieht hier überall ja diese Tore und auch so Grabsteine und überall auch diese kleinen Fuchsstatuen. Zack, zack. Das liegt nämlich daran, dass dieser Tempel, ich habe mich auf den Zugfall so ein bisschen informiert, der Tempel heißt ja Fushimi Inari Tempel und Inari ist die ja, Reisgöttin oder Göttin des Reis und der Fruchtbarkeit. Und diese Füchse sind also die Boten der Gottheit. Ja, deswegen sind hier so viele Füchse. Och nee. Moin, Meister. Ja, also hier bin ich an einem Zwischenplateau jetzt angekommen. Ja, da sieht man die Stadt Kyoto. Das ist schon ziemlich cool, weil man sieht auch noch die Berge dann da, wenn man weiter guckt. Ja, allgemein dieser Ort, hier gibt es ganz viele verschiedene Wege und man weiß nicht wirklich, wo sie hinführen. Wenn man da hoch geht oder wenn man da runter geht oder da hoch geht und so weiter. Also gibt hier echt viele Wege. Das ist es soweit von diesem Ort. Und dann geht es noch abends weiter zu ein bisschen, ja, zu einer schönen Straße in Kyoto. Wir sehen uns dann. Ich bin jetzt im Zentrum von Kyoto und es ist jetzt abends, wie ihr seht. Ich befinde mich am Kamogawa. Das ist der Fluss, der hier durch
Kyoto fließt und man sieht es im Hintergrund. Also da sind ein paar Leute, die da am Fluss ein bisschen chillen. Ja, da kann man sich halt hinsetzen. Und den eigentlichen Spot, den ich euch zeigen möchte, der befindet sich hier ganz in der Nähe. Also man geht hier einfach weiter und dann befindet man sich in einer richtig krassen Straße. Und das ist nämlich hier auf Englisch Ponto Alley, aber Ponto-cho, ne, auf Japanisch. Und diese Straße ist richtig cool, das ist so richtig schön. So eine schöne, schmale Straße mit authentischen japanischen Lokalen bzw. japanischen Kneipen und so weiter. Macht einfach Spaß, hier lang zu laufen und man hat so kleine Seitengäste. Ja, auch ein schöner Fotospot. Ich werde da mal ein bisschen lang gehen und ich zeige euch mal ein bisschen, wie es hier aussieht. So, ich denke, ihr habt einen kleinen Überblick darüber bekommen, wie das hier auf der Straße so ausschaut. Ja, ich bin ungefähr am Ende der Straße auch angekommen und möchte das Video an dieser Stelle beenden. Ich werde euch die ganzen Spots, die ich heute besucht habe, in der Videobeschreibung verlinken. Lasst gerne dem Video einen Daumen hoch da, wenn dir das Video gefallen hat. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Macht's gut und Peace!